Hallo und willkommen zu einem neuen Unboxing-Video auf meinem Kanal. Ja Leute, ich habe mir wieder bei eBay was gekauft. Es befindet sich hier drin, das werde ich gleich mal öffnen. Ich hoffe mal, es ist auch alles drin. Alles drin. Auch das, was ich mir bestellt habe. Weil ich hatte doch einmal dieses Film, König der Löwen damals. Genau. So, dann habe ich hier die Uncut-Version von High Tension mir gekauft. Für 10 Euro habe ich mir die gekauft. Die Uncut von diesem geilen Film. Also der Film ist echt genial. Jetzt habe ich natürlich dann auch die Uncut Blu-ray. Ja, ist die Uncut DVD hier von NSM. Uncut steht richtig drauf. Geil. Also erstmal das Cover. Uncut-Version ist wichtig, High Tension, und das ist das Kinoplakat. Und hier auch mit dem Skalpell. Und hier die beiden Frauen, die beiden, die da mitspielen. Das Ganze ist von Alexander Aja. Noch spannender wäre Tödlich. Also ich finde den Film richtig geil. Das ist einer meiner Lieblings-Horrorfilme. Hier mit Rückseite. Also den Film braucht man echt nicht mehr viel sagen. Also das ist wirklich geil. Hier keine Vermietung und Verkauf von Kindern und Jugendlichen. Von 2008. Hier ein paar 10 Bilder. So, wie gesagt. Die Uncut-Fassung. Für 10 habe ich die bekommen. Oh, hier haben wir ein paar Informationen. Hier der Regisseur. Hier ist der Killer. Steht er hier? Der Killer. Und hier ist die Schauspielerin. Ja, hier ist die. Das ist die Schauspielerin. Die Hauptdarstellerin. Geil. Die ganzen Filmografien. Also, Alexander Aja hat Millers gemacht. P2. Oh, P2 hat er gemacht. Hills Have Eyes 1. Den Millers Mix kenne ich nicht. Ja, High Tension ist klar. Furia und die anderen Filme kenne ich gar nicht. Da war er nur Actor. Und bei den anderen war er überall Director. Writer war er auch und Director. Und wo hat er mitgespielt? Philipp Nohan heißt der Killer. Der hat mitgespielt, aber da kenne ich gar keinen von. High Tension, klar. Ihr Irreversibel hat mitgespielt. Den habe ich ja auch. Da hat er mitgespielt. Ja, genau. Menschenfeind ist klar, hier Menschenfeind, Pack der Wölfe kenne ich, die Purpuren Flüsse kenne ich. Die anderen kenne ich nicht. Wo hat die mitgespielt? Ein perfekter Platz in 80 Tagen um die Welt von 2004. Großstadtschocker und High Tension 2003. Also High Tension ist von 2003 und die DVD ist von 2008. Glaube ich. So, wer ist das hier oben? Ach so, das ist die andere Schauspielerin, die gefangen wurde, glaube ich, in dem Film. Das fünfte Element hat sie mitgespielt. Leon der Profi. Okay. Das ist cool. Das ist zum Beispiel im Mediabook gar nicht drin. Die Filmografie, glaube ich. Da werde ich gleich nochmal nachschauen, ob das auch mit drin ist. Also, ist richtig geil. Und hier haben wir die Kapitel. 20 Stück. Nein, eigentlich 19. Abspann ist der 20. Und hier das geile Cover. Das auf dem Mediabook drauf ist. Davon hätte ich gerne ein Poster. Also Leute, wenn einer von euch das Poster hat mit diesem Bild hier, der kann sich gerne bei mir melden. Das suche ich das Poster. Ja. Oh, und hier haben wir auch noch. Ach so, ist ein Wendecover. Jo, ah, das Wendecover ist... Ah, das gucken wir gleich mal nach. Hier haben wir ein Wendecover drin. Und das Wendecover ist das Cover. Ha, geil. Das mache ich mir gleich als Wendecover. Das finde ich nämlich viel besser als das hier. Das finde ich besser. Jo, geil. Mache ich nachher gleich mal das Wendecover. Also wie gesagt, habe ich gut für bezahlt. Also
nicht so teuer bezahlt. Ich glaube, ich habe auf eBay gesehen, kostet der Film in 18er, also die geschnittene Fassung, kostet schon 15 bis 18 Euro. Die geschnittene Fassung. Und ich habe diese Fassung hier für einen 10er bekommen. So, und dann habe ich natürlich auch noch das Mediabook. Genau, da wollte ich da mal nachgucken, ob da auch die Filmografie drin ist. Wie in der DVD. Ich glaube, das war da nicht drin, wenn man nicht alles, wenn mir es nicht täuscht. War es da, glaube ich, nicht drin, die Filmografie von diesem Film. Warte mal. Nee. Die Filmografie sind da, glaube ich, nicht drin. Das ist doch geil. Das ist halt exklusiv in der DVD-Version. Doch hier steht irgendwas. 80 Tage um die Welt, weil die dann mitgespielt haben soll. Wie sieht die? Guck mal, hier ist zum Beispiel die DVD von NSM. Mal sehen, wie die aussieht von der DVD-Version. Die sieht so aus. Das ist das Skalpell da und hier ist das Skalpell hier runter. Und hier steht auch keine Vermietung an Kinder und Jugendliche. Und hier steht auch keine Vermietung an Kinder und Jugendliche und NSM. Die und hier ankert. Geil, Alter. Hat halt doch geklappt mit der Bestellung bei eBay. Diesmal kein Betrug oder so. Okay, dann lege ich die mal beide nebeneinander. Jo, das war mein Einkauf. Also, das habe ich gekauft jetzt bei eBay. Das habe ich schon länger. Attention im Mediabook. So, das war mein Einkauf bei eBay. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Wie es heißt, vielleicht ein Unboxing-Video oder Mediabook-Vorstellung oder Steelbook-Vorstellung oder je nachdem. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.